Verrät mir jemand, warum ich den Hebel nicht mehr ziehen kann? Ich kann jetzt Steuerung drücken, dann tut sie... LOL. Habt ihr das gesehen? Warum auch immer das nicht ging. Naja. Okay, Leute. Ich werde diesmal direkt den Hebel ziehen und danach schauen, was in der Türe ist. Ich hoffe mal, da verpassen wir jetzt nicht das, was hier eigentlich noch in dem Raum ist. Wäre dumm, wenn, ne? Wäre echt dumm, wenn. Gut, ziehen. Ja, aber es kann sein, weil wenn der normale Weg oben rum führt. Aber die. Diese Rutsche ist es halt nicht, wie man wieder zurückkommt. Ich verstehe es nicht. Aber hier gab. LOL? Okay. Wartet. Übrigens eine Methode, um rauszufinden, ob ein Hebel zeitgesteuert ist oder nicht. Stellt euch davor, wenn er unten ist und versucht ihn wieder hochzuziehen. Wenn es nicht geht, ist er zeitgesteuert. Okay, wenn ich hier diese Plattform nehme... Sollte es theoretisch gehen, ja. Es hat funktioniert. Frage ist jetzt nur, wie ich wieder rauskomme. Aber, bleibt geöffnet. Und hat mir genau eine Magnum-Munition beschert. Ja, damit kann ich leben. Also, ist schön. Gut, dass wir die haben. Schaden kann sie nicht. So. Hier hochspringen. Mit Festhalten natürlich, sonst geht das schief und du stirbst. Auch wenn ich immer von dort abspringe, wo man nicht sterben kann oder sollte, wenn man runterfliegt. Aber das, muss halt nicht immer gehen. Manchmal liege ich da vielleicht auch falsch. Ah, so. Dann wäre ich jetzt wieder oben. Herzlichen Glückwunsch. Und wo ging es jetzt eigentlich weiter? Boah, beinahe wäre ich gegen die Wand bohren, beinahe wäre ich abgestürzt. Das war alles andere als sicher. Hätte ich wieder ganz schön viel neu spielen dürfen. Ich habe übrigens die Räume beim Neuspielen weggelassen, wo ich gesagt habe, dass sie sich nicht lohnen oder kaum. Und ich glaube, sie haben sich wirklich nicht gelohnt. Also nicht mal kaum, sondern rein gar nicht. So. Kann ich da stehen? Antwort? Nein. Ey, sowas kann man doch nicht wissen. Manchmal kann man auf solchen Plattformen stehen. Oder man erkennt es halt so schlecht. Bis gleich. So, da stehe ich nun wieder. Ich werde speichern. Einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, das nochmal alles zu spielen. Und ich denke, es ist ein Punkt, wo man speichern kann, mal wieder. Es waren jetzt doch schon einige Minuten hohe Spielzeit, die wir hatten. So. So geht der Sprung richtig, genau, so. Da oben gänge es weiter, aber da drüben lacht mich Schrotflinte an. Heißt, ich gehe erstmal dorthin. Und werde sofort für meine Neugier bestraft. Nehme aber auch einen gleichen Ersatz-Medipack. So. Ich möchte nur wissen, ob sich das lohnt. Also, wir haben hier 2 Schrotflintenschuss. Magnum. Natürlich! Natürlich! Ich glaube, es lohnt sich nicht und ich glaube, ich werde es lassen, ja? Aber ich möchte nur, so rein scherzeshalber... Nee, das ist absoluter Blödsinn. Das hier holen? Nö. Das ergibt keinerlei Sinn. 2 Medipacks und dann letztendlich verbrauche ich die Munition, die ich bekomme. Bestenfalls gewinne ich 2 Shotgun. Aber die sind jetzt echt nicht so wertvoll, als dass ich das machen müsste. Nee. Sorry. Gut.
Was haben wir hier? Sieht alles sehr tödlich aus. Aber das ist jetzt nichts Neues für dieses Level. Selbe Prozedur hier. Ich bin fast tot. Ich sollte vielleicht doch ein Medipack nehmen. Das neunte oder so, fragt mich nicht. Gefühlt das neunte zumindest. Wenn schon nicht wirklich. Passiert nichts? Ich hätte ja wieder mal eine Kugel erwartet oder so. Okay. Ich wollte eigentlich mich hochhangeln, mich hochhängen und dann zur Seite hangeln. Und nicht springen und dann zur Seite springen, aber naja. Ach! Endlich klärt sich mal, wie man hier rankommt. Hätte ja nicht gedacht, dass sich das noch klärt. Aber es klärt sich. Na? Du? Willst du zuerst sterben? Und jetzt du. Sehr schön. Wir dürften hier auch wieder am Levelende sein. Also nicht im Sinne von, das Level ist gleich vorbei, sondern im Sinne von, es geht nicht höher. Wobei, der Turm geht höher. Schade. Ich dachte, das Level wäre hier von der Höhe her zu Ende. Okay, da drüben hin komme ich mit einem Sprung mit Anlauf. Jetzt ist die Frage, wohin nun? Jetzt bin ich endlich am Ziel meiner Träume. Eigentlich ja nicht. Aber trotzdem bleibt die Frage, wohin nun? Ich habe nichts verändert da unten. Das Einzige, was in meinen Augen Sinn ergäbe, wäre, in dieses Loch da zu springen. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich hinkomme. Schwierig. Sehr schwierig. Ja, da drüben ist natürlich... Ich gehe mal wieder zurück. Was ist das denn? Hä? Sieht aus, als hätte hier jemand ein bisschen verpeilt, ein paar Sachen zu texturieren. Ihr macht doch nicht umsonst... Oh, warte. Ich breche hier dauernd was ab. Naja, was sagt ihr mir damit? Ich komme doch von hier aus niemals darüber. Oder etwa doch? Ich muss probieren wieder mal. Ich habe ja gerade das gespeichert, also von daher sollte ich sicher sein, es sei denn, ich habe komplett ein paar Sachen übersehen im Laufe des Levels, die mir jetzt den Hals brechen. Das wäre richtig bitter. Ich Idiot. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe statt der Shift-Taste die Caps-Lock-Taste gedrückt. That's not how to play. Okay, nochmal das Ganze. Ich wollte jetzt einen Körper machen, darunter, aber was mir gerade einfällt, was vielleicht noch cleverer wäre, ist sich dahin zu hangeln, dann hochzuziehen und einen Rückwärtssalto zu machen. Das ergäbe, glaube ich, mehr Sinn. Aber es ist halt viel weit. Nee, okay. Ich glaube, so kommt man da nicht hin. So kommt man da nicht hin. Anlauf und Köpper. Autsch. Wenn ich weiter links springe. Ich probiere es nochmal.
Gut. Ich sammle diese Magnum-Munition schon wieder auf. Ja, ihr seht richtig. Und ich positioniere mich so, dass ich jetzt aber nicht dagegen schrammen sollte. In etwa so. Anlauf mit Körper. Wie soll denn das gehen? Muss ich da hin? Okay, nächster Versuch. Ich springe einfach ganz normal da rein. Habe ich, glaube ich, schon versucht, oder? Wenn das nicht klappt, dann... Sorry, Leute, dann muss ich etwas tun, was primär hier fürs Add-on wäre. Ich schaue in den Walkthrough. Es wäre halt Blödsinn, dass ich hier runter soll. Hier unten hat sich nichts verändert. Ich habe hier nichts aktiviert gemacht. Also, ich schaue im Walkthrough nach. So, Leute, ich habe nachgeschaut und wir sind kurz vorm Levelende. Aber abgesehen davon will mir diese Kamera was sagen, und zwar springen in dieses Loch hier. Ich habe auch gehört, man soll keinen Dive machen, also keinen Köp. Ja. Was? Als ob. Na natürlich, muss ja auch mal passieren. Natürlich! So, ich vermute, ich muss einfach weiter in die Ecke springen, damit ich nicht aufkomme. Wie? Mann, ey. Okay, ich versuche mich jetzt hier richtig gut aufzuleinen. Nein, so heißt das im Deutschen nicht. Auszurichten, ja. Dass ich auch ja diese Ecke treffe, denn ich glaube, die ist der Sweet Spot. Ich glaube, die muss man treffen und dann hat man keine Sorgen mehr. Nee, und dann hat man das geschafft, diesen Sprung hier. So, Anlauf, springen. Als ob! Wie soll man diesen Sprung hinkriegen? Vielleicht muss ich es ja mit Festhalten machen. So. Ja. Oh Mann, ey. Ja, Schnauze. Aber darauf muss man halt erstmal kommen. Ja, gut. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch einen letzten Kampf. Und dann hätten wir das Level auch geschafft. Ich frage mich nur gerade, welche Waffe ich nehme. Ich glaube, ich nehme die Magnums. Einfach aus Tradition, denn der Gegner, wir haben ihn, glaube ich, schon die ganze Zeit übersehen können. Oder? Ist das der Raum, den wir die ganze Zeit schon sehen können? Wo ist denn überhaupt der Gegner? Es ist halt so ein Ritter. So ein, ich weiß nicht, wie er heißt. Hä? Also hier müsste jetzt eigentlich ein Gegner sein. So ein Centurio. Nee. Wie hieß denn der? Minotaurus. So. Bam, jetzt habe ich es gesagt. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Okay, scheint nicht. Mir auch recht. Wie bitte? Eine halbe Stunde? Hä? Was? Eine halbe Stunde? Dann war ich viel schneller als der Walkthrough. Und ich bin übrigens in der Aufnahme bei 2 Stunden 23. Ich habe fünfmal so lange aufgenommen, wie ich gebraucht habe. Also, ich weiß, es, na, nimmt nur die Zeit, die man mitgespeichert hat. Aber das ist trotzdem krass. Wow. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Folgen daraus werden.
Achso, warum mal kein Schluck auf? Ich tipp mal. Ne, es ist kein Schluck auf. Ich tipp mal auf 5 bis 6 Folgen werden da draus. Ich finde es übrigens schade, dass man in diesem Level nicht die Möglichkeit hat, die Speicherstände zu nehmen, die man aus Tomb Raider 1 am Ende des Spiels hatte, und dann hier einzusetzen, weil dann hätten wir 5000 Uzi-Schuss gehabt und so weiter. Aber ja, ich kam ja auch so zurecht. Ist halt ein bisschen dumm, dass man die Save States aus der Zukunft quasi mitnimmt, aber ja. Nun gut, nun gut. Nächstes Mal sehen wir uns dann im letzten Level. Im letzten Level von Tomb Raider 1. Endgültig. Nach dem nächsten Level wird Tomb Raider 2 beginnen. Dann sind wir in einem neuen Spiel und ich muss sagen, ich freue mich schon auf Tomb Raider 2. Aber jetzt kommt noch das letzte Level aus Tomb Raider 1 und es wird heißen Das Nest. Es wird das absolute Finale. Ich bin gespannt. Bleibt dran. Vielen Dank fürs Zusehen. Waren ja nur 30 Minuten. Ich pack das gerade nicht. Das würde ich in 2 Folgen schneiden. Da wäre es ja fast schon wert, das neu aufzunehmen. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Anonymous. Das war's. Ich spiele das Ganze nochmal, aber ohne Medipack.